Hallihallo, willkommen in Folge 20 dieses Let's Plays von Guild Wars 2 mit unserem Charakter Rufus Rauchtat, seinem Wiedergänger, den wir im Diesser Plateau gerade spielen. Und wie versprochen, machen wir hier heute weiter. Das letzte, was wir gemacht haben, ist das Herz hier. Und es bietet sich, glaube ich, an, hier hinzugehen. Ich hätte halt gerne. Warte, könnte man hier nicht mal malen? Irgendwie ging das. Ging denn das? So nicht? So, hierhin würde ich gerne mal, ich würde das mir hier gerne mal anschauen. Außerdem gibt es hier einen Heldenpunkt, das ist sowieso so eine Sache. Da ist gerade ein Event gestartet. Hier auch. Was ist das für ein Event? Vertreibt die Rinder. Stehenden Separatisten. Ja, machen wir da mal gerade mit. Und ansonsten würde ich mir gerne dieses Separatisten-Ding da angucken. Und wahrscheinlich auch gleichzeitig dieses Vista, diesen Aussichtspunkt, dieses Panorama machen. Und vielleicht auch das Sprungpuzzle, das da oben ist. Ich glaube nämlich, dass da eins ist. Da hinten kommen sie. So, was habe ich denn hier für eine Waffe? Irgendwie konnte ich doch da hinspringen. Ja, genau. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Das mal weg. Dann das hier hin. Das. Und bum, bum, bum. Und das war's. Sehr gut. Dann heben wir den noch auf. So, und bei jedem Event. Ah, da kommen ja schon wieder welche. Wie schön. Jetzt mal gerade hier den Dings noch wechseln. Und dann die Fläche. Einmal draufhauen. Ja, Bereichseile ist natürlich super wichtig, dass man Bereichseile macht. Jetzt fall halt um. Ja, man sieht halt, Separatisten-Kampfgeist heißt es hier. Manchmal ist es auch einfach ein Balken oder so. Ja, Kufladen aufheben, das hilft. In dem Fall ist es aber eine Prozentzahl und wenn die halt ganz unten ist, dann war es das. Ich habe das Event erfolgreich beendet. So. Ich befürchte auch, dass jetzt gleich hier der ein oder andere Veteran dazukommt. Weil es sind doch jetzt einige Spieler. Okay, das war's schon. Das ging ja schnell. So, dann mal kurz ins Inventar gucken. Damit das hier nicht vollmüllt. Ich habe einen 5-Platz-Behälter bekommen. Wie schön. Den brauche ich überhaupt nicht. Dann habe ich einen Schulterschutz. Der ist gut. Den nehme ich. Und hier ein paar Säcke. Die mache ich auch gleich auf. Früher ging das nicht, dass man mit Rechtsklick alles auf einmal öffnen konnte. Da hat dann die Maus ganz schön gelitten drunter. Mittlerweile haben sie das geändert. Und das ist auch gut so. Aber das hat doch ordentlich genervt. So, ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt mal die Waffe wechsle. Wobei mir dieses Setup hier wirklich sehr, sehr gut gefällt. Mit Kolben und Axt. Ich hätte jetzt noch den Stab im Angebot. Das hier war eine Fernkampfwaffe, dieser Hammer. 248, 245 mit Kraft. 28 Kraft ist cool. Ich mache das jetzt halt einmal, um da nicht ganz rauszukommen. Aus dieser Mechanik. So, und dann schickt er mich da hinten zu dem Speer. Ja, den brauche ich auf jeden Fall noch. Da ist noch ein... Na, den Heldenpunkt habe ich schon. Da könnte ich noch einen verdienen. Dann machen wir da jetzt mal so einen Punkt hin, dass ich da als nächstes hingehe. Und dann schauen wir mal. Dieses Separatisten-Ding habe ich nicht vergessen. Da gehe ich auf jeden Fall noch ran. Wie sieht denn das grundsätzlich aus mit Heldenpunkten? Ich kriege ja auch fürs Level Up immer meinen Heldenpunkt. Von daher... Einer. Sehr schön. Gut. Hallo. Jeder spielt seine Rolle. Die örtlichen Anwesen versorgen die Legionen mit Nachschub. Und das Ebon-Uferwerk reinigt das Wasser des Schwarzklingensees. Leider sind auch unseren Gegnern diese Rollen klar. Separatisten bestehlen die Anwesen
Und Agenten der Flammenlegion sabotieren unsere Wasservorräte. Sowas aber auch. Unsere Soldaten sind damit beschäftigt, die Geister rund um die Grendich-Ruinen in Schach zu halten. Wir nehmen jede Hilfe an, die wir kriegen können. Gut. Das Schöne ist, wenn ihr mit einem Speer gesprochen habt. Ich versuche mal gerade hier mit dem Stab ein bisschen zu kämpfen. Wenn ihr mit einem Speer gesprochen habt, dann deckt er zwar die Karte grob wieder zu, die er geöffnet hat, aber die einzelnen Punkte wie Sehenswürdigkeiten und Herzen und so weiter, die bleiben bestehen, sodass ihr die weiterhin sehen könnt. Die Karte wird dann immer nach und nach aufgedeckt. So, wir gehen jetzt hier hin, dann gehen wir da hin und dann machen wir hier den Heldenpunkt, dass das da mal weitergeht. So, die Harpier kämpft hier mit dem Warzenschwein, wie nett. Das Warzenschwein, das kann doch alles gar nicht sein. Jetzt hau doch in das Warzenschwein nicht ständig mit dem Schnabel rein. Das ist doch viel zu klein, das Schwein. Die Harpie, die möchte gerne sterben. Drum hau ich sie und mach sie platt, damit die erben. Boah, das war doof. Auf Sterben gibt's nicht so viel, ne? Ja, komm, Schwein, ich hab einen Stab. Hast du das gesehen? Ganz ehrlich. Kannst du nur. Jetzt hat er den hier schon platt gemacht, ohne dass ich was davon habe. Grrr. Komm, hilf mir mal hier noch. Das mal eben. Wichtig, ja. Dann mal los, komm. Und dann noch mit dem blöden Stab. Jetzt. Was ist jetzt dann mal los. Ja, jetzt aber, ne? Bumm. Ja. Das kann ich, bin der Helikopter-Wopter. Fupp. Sehr gut, da ist mein Heldenpunkt. Vielen Dank. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, dass das Herz da drüben noch nicht fertig ist. Deswegen machen wir das eben mal. Ich hoffe mal, dass ich dann mit dem nächsten Level auch ein paar Heldenpunkte kriege, damit es hier mal weitergeht. Ich bin nicht sicher, ob das hier so cool ist mit dem Stab gegen diese. Ja, schieß auf mich. Ah, doch, ist cool. Hier gibt es ein Herz, steigert die Moral der Truppen der Blutlegion, zerstört die Trebuchets und Kanonen der Geister in den Grendich-Ruinen. Was wahrscheinlich hier so ist dann. Da oben. Soll ich denn da hinkommen? Hoppla hopp, von Stein zu Stein. Und jetzt hau ich hier ins Trebuchet rein. Das Trebuchet, das wehrt sich nicht. Drum hau ich ihm in sein Gesicht. Ja, vielleicht kann ich auch mal ein bisschen was erzählen vom Urlaub. Ich bin ja ein Wald- und Wiesenfreund. Und wenn Berge dabei sind, sowieso. Wir waren eine Woche im Allgäu und das würde ich immer wieder machen. In der Nähe vom Hopfensee, der heißt wirklich so. Das ist in Bayern. Es gibt ja das Allgäu in Baden-Württemberg, es gibt das Allgäu in Bayern. Und das ist der bayerische Teil. Fürs nächste Mal würde ich mir jetzt auch überlegen, ob ich nicht mal wieder in den schwäbischen oder baden-württembergischen Teil fahre. Weil die Bayern, das ist doch so eine eigene. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber man merkt doch ziemlich krass den Unterschied der Bundesländer. Also ich könnte jetzt auch keinen verstehen, der im Saarland Urlaub macht, weil das Saarland, das ist irgendwie. Da kommen die Leute schon mit so einer Fresse auf die Welt, habe ich das Gefühl. Das ist ganz komisch. So, in Bayern, da ist alles schick. Die Leute sind entspannt. Es ist ein reiches Bundesland, das merkt man einfach. Die Leute haben keinen Frust oder so. Wir haben jetzt in der Woche, wo wir dort waren, auch
überhaupt keinen sozialen Notstand oder sowas gesehen. Also, ich achte ja auf sowas. Jetzt nicht bewusst, aber man guckt ja immer unbewusst, wenn man so durch die Stadt läuft, wie viel Bett da und wo kann man was Gutes tun und so. Aber das gibt's da nicht. Also, gibt's nicht. Also, ob die da eine eigene Stadt für die haben und die da hin deportieren, will ich jetzt nicht sagen. Das wäre ja böse. Aber, ja. Ich habe nicht einen einzigen sozial benachteiligten Menschen gesehen. Auch keine Flüchtlinge oder sowas. Gar nicht. Überhaupt nicht. Nicht, dass mir irgendwas aufgefallen wäre. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber es war schon auffällig. Es war schon wirklich auffällig. Und es würde mich einfach interessieren, ob das jetzt wirklich da am Bundesland liegt oder an der Region oder was das genau ist. Und nochmal, nicht, das stört mich nicht, aber ich finde es halt verglichen mit dem Rest unseres Landes merkwürdig, dass gerade in so einem Bereich, wo halt Urlauber sind, wo viel Tourismus ist und so, dass da eben die Brennpunkte unseres Landes so nicht zum Tragen kommen. Das fällt einfach auf. Kann sein, dass es Absicht ist. Muss ja nicht sein. Ist auch kein Fass aufmachen oder so. Es ist mir halt einfach nur aufgefallen. So, ich habe hier das Herz fertig. Aber ich würde jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit hätte, ins Allgäu zu fahren, würde ich wieder ins Allgäu fahren. Wobei mir der baden-württembergische Teil jetzt doch fürs nächste Mal lieber wäre. Das würde ich eher begrüßen. Weil da sind die Leute, das ist auch ein reiches Bundesland und da sind die Leute eher entspannt und auch freundlich zuvorkommend. Und hier, wo wir jetzt waren, da war es doch eher so ein bisschen grummelig, brummelig. Die haben so ihr eigenes Ding gemacht. Nicht, dass die unfreundlich sind, aber man hatte doch das Gefühl, dass die Freundlichkeit, die sie an den Tag gelegt haben, nicht von Herzen kommt, sondern eher so eine, naja, das sind halt Touristen, da müssen wir jetzt mal freundlich sein. So ein Ding halt. Weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Vielleicht habe ich auch eine Nase für sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. So, also Allgäu war schön und ich musste auch wieder meinen Problemzonen begegnen. Ich musste wieder mit so einer Bergbahn fahren, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ich hasse alles, was mit Höhe zu tun hat. Auf der anderen Seite liebe ich natürlich Berge und wenn es so über 1500 Meter geht, dann bin ich immer sehr glücklich. Dafür muss ich dann aber entweder hochlaufen oder in der Bergbahn fahren. Und ja, wenn man mit zwei kleinen Kindern unterwegs ist, da kann man nicht ständig irgendwo hinlaufen. Man muss auch davon ausgehen, dass dann irgendwann dein dreijähriger Sohn nicht mehr laufen kann. Da musst du ihn eben auf die Schulter nehmen und da musst du ihn halt tragen. Das ist deine Aufgabe. Und das kann dann schon ein bisschen anstrengend sein. Aber es war trotzdem sehr schön. Wir haben ein paar tolle Panoramen gesehen. Und es war sehr erholsam. Und wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen. Ich kann es auch wirklich empfehlen. Es war auch echt günstig. Für so eine vierköpfige Familie. Das ist gar nicht mehr so einfach, Urlaub zu machen. Mit kleinen Geldbeutel, sage ich mal vorsichtig. Das ist ja doch schon recht aufwendig. So, was ist denn hier oben los? Da fällt mir noch gerade was hier ins Auge, sozusagen. Irgendwas ist doch hier. Hahaha. Hallo. Das sieht doch schwer nach einem Sprungpuzzle aus. Ich bin allerdings nicht sicher, ob ich das in dieser Folge zeigen kann. So. Ja, will ich schon sagen, dass es sowas ist. Auf jeden Fall rennen hier eine Menge Spinnen rum. Oh, das ist ein Event. Eine Champion-Höhlenspinne. Wo denn hier hinten? Wo rennt die denn rum? Hier?
Rechts. Hat jemand einen Banner hingestellt? Banner der Stärke. Das kann eigentlich nur ein Krieger gewesen sein. So, komm, wir machen den mal eben platt hier. Die kann nix. Immer schön die Debuffs draufkloppen. So, mal Stabilität für alle. So, und Stab, war das hier nicht das Ding mit Heilung? Ja, Anna. Das war das. Wer uns verwundet, was will die jetzt von mir? Na gut, sie ist gleich tot. Aber viel Heilung wirft es ja nicht ab. Viel Heilung wirft es ja nicht ab. So, hier gibt es keine Truhe. Nö, irgendwie nicht. Nur Höhenspinnenjunges, die jetzt ihre Mutter suchen. Okay, oh, Stufenaufstieg schon wieder. Jawoll. Okay, eine Handwerkstasche, sehr schön. Heldenpunkte. Muss gleich mal gucken. 7 Stück, die wir jetzt verdingsen können. Das hier war Malix, der Unnachgiebige. Dem werden wir jetzt mal trainieren, damit ich da mal ein paar mehr Sachen zur Auswahl habe. Hier brauche ich nochmal 4 Punkte. Fehlt mir einer. Aber so sieht das doch schon besser aus. Genau, was ist das hier denn? Gewährt euch und Verbündeten in der Nähe Widerstand, absorbiert Zustände dieser Verbündeten und erhalt zusätzlich Widerstand pro Zustand. Okay, also gut. Die kann doch Gift oder sowas, ne? Wenn man jetzt nicht in der Gruppe unterwegs ist, macht das natürlich nicht viel Sinn. So eine Fertigkeit. Der Stab schon gerade gar nicht. Dann werde ich jetzt für den Moment mal die Waffe wechseln, wenn ich dann irgendwann dazu komme. Und Veteranenschleim auch noch. Uhuhuhu. Ja, komm. Bin ich immer noch im Kampf? Ich würde gerne die Waffe wechseln. So, okay. Und dann gucken wir mal. Ja, jetzt greif mich mal an hier. Ah, hier ist auch die Herausforderung. Oh, der kann aber was. Das gefällt mir gar nicht. So, jetzt habe ich nämlich genau die Felder nicht, die ich brauche. Ist das die Herausforderung? Ne, das ist der Typ, der da hinten steht. Ist ja super. War es das? Nö, ist immer noch da. Puh, harter Brocken. Ich fürchte, meine Vorräte sind begrenzt. Also nur ein Stück pro Kunde, aber vergesst nicht. Ah, ja. Das habe ich schon. Man sieht es auch in dem Zeichen hier, dass ich den schon bekommen habe. Ja, dann müsste ich ja hier schon mal gewesen sein. War ich wahrscheinlich auch. In irgendeiner der früheren Folgen, ich erinnere mich dunkel, dass ich hier schon mal einen Sprungpuzzle gesucht habe. Oh ja, so war das. Sack. Toll. Ja, das ist wahrscheinlich fürs Herz. Das macht dann hier an der Stelle natürlich keinen Sinn mehr. Diese Schaufleraufgabe ist noch offen. Habe ich gerade gesehen, das Herz hier links von uns.
Da würde ich dann mal gerade hinporten. Ach, hier ist ja auch was auf dem. Jetzt gucke ich mir mal den Drachenkorb an, damit wir das mal gemacht haben. Der müsste ja dann direkt hier vorne sein. Da ist er auch. Da sind Vorräte drin. Okay. Was sind das für Vorräte? Okay, das ist ein Erfolg. Aha. Also gut. Kann man das beim regelmäßigen Spielen dann einfach. Ich hole mal hier die Sehenswürdigkeit noch, dann ist es erledigt. Oh, hier ist eine Taucherbrille. Das zeige ich euch auch eben noch gerade. Man zieht die Taucherbrille auf und dann kann man hier schön fluffig reinspringen. Oh. Ja, so natürlich nicht. Normalerweise sollte man auch ein bisschen cooler aussehen dabei. Das machen wir gerade nochmal. Hallo. So, komm her. Zack. So, Taucherbrille anziehen und dann gib ihm. Ja, könnt ihr ein paar Pirouetten machen oder ein Salto oder sowas. Es ist halt reiner Fun. Ein Wassertestkit habe ich gerade gekriegt. Es ist reiner Fun und nichts Weltbewegendes. Gut, es gibt halt einen Erfolg, wenn man alle Taucherbrillen gefunden hat. Aber ansonsten, ja, ist es halt just for fun. So, und ich wollte ja eigentlich darüber. Mache ich jetzt auch gerade. Und dann port man zu dem Wegpunkt da links. Genau. Ritualinsel. Whatever. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Höhle unten drunter. Manchmal ist das so. Erlegt Skale, sammelt Wasserproben. Aus Testausrüstung repariert Chemikalienspender im Schwarzklingensee. Kann ich den Unterwasserkampf noch ein bisschen üben? Ja. Das geht ja flott. So, das ist noch so ein Spender hier. Kaputt machen muss ich die ja nicht. Die hier muss ich kaputt machen. So. Wupp. So, und dann nehmen wir aber den Wegpunkt. Da hinten ist übrigens auch noch ein Wegpunkt. Da. Vielleicht sollte ich den auch noch gerade mitnehmen, dass wir den mal haben. Wasserspender, war ich da schon dran? Ja. Nee, Chemikalienspender, nicht Wasserspender. So, komm her. Schwarz, Schwanz, nee, Stachelschwanzfisch. War, glaube ich, keine Relevanz für meine Aufgabe hier und vor allem bin ich auch nicht mehr in dem Bereich, sehe ich gerade. Dass wir wirklich aufpassen, dass man das nicht übersieht. Ah, unter Wasser angefangen und ja, sieht man hier auch den Effekt. Es geht also. Zack. So geht es auch ein bisschen schneller. Drüben ist mein Wegpunkt. Und hier ist das Herz schon wieder vorbei. Grrr. Also, schnell den Wegpunkt holen. Dann lasse ich mich jetzt mal von dem Event nicht beeindrucken. Sondern renne hier einfach zurück. Und mache hier mein Herz fertig. So, dann habe ich hier so eine Wassertasche bekommen. Wofür auch immer die gut ist.
Oh ja, Stufe 26. Das dauert noch ein bisschen. Aber gut zu wissen, dass ich da schon eine Brustrüstung habe dann. Habe ich das jetzt angeklickt? Ja, müsste. Da ist auch noch einer. Und da unten. Wasserproben aus Testausrüstungen. Die muss ich dann wahrscheinlich noch abgeben. Nehme ich mal an. Da ist noch ein Chemikalienspender. Sehr gut. Ah, und da ist so ein Wassertestkit. So. Dann haben wir hier den Dings da mitgenommen. Ich denke mal, dass ich diese Testgeschichte hier, ja genau, hier abgeben kann. Ja, dann machen wir jetzt noch 3 Skale und dann war es das. Da sind wir doch heute ein gutes Stück weitergekommen. Da war ich schon dran. Da ist noch ein Skal. Boah, diese Fähigkeit ist so über. Unfassbar. Sehe keine mehr. Ja, ist immer so das Letzte, was fehlt. Ganz toll. Da ist noch einer. Da oben sind noch mehrere. Oh ja, angenehm. Oh, gibt es auch ein Nester. Das hilft natürlich auch. Hallo. Zack. Sehr schön. Ich glaube, da lohnt sich das sogar mal zu dem Typen hinzugehen. Da ist jetzt allerdings kein... Doch, da wäre ein Wegpunkt. Den Heldenpunkt habe ich schon, den auch. Dann machen wir jetzt hier... Ah, da ist noch was und da ist noch ein Heldenpunkt. Dann machen wir jetzt hier mal das Herz fertig, nämlich da oben. Das war dieses Unsägliche mit diesen Steinen. Ja, Bohrmaschinen reparieren, detoniert Steinhaufen, tötet Schaufler. Das ist, glaube ich, das, was ich am ehesten kann. Oder waren die nicht irgendwie immer unbesiegbar oder so? Da war doch was. Ja, sehr gut. Das funktioniert natürlich super. So, da brauche ich den Felsbrocken für. Da wäre dann einer. Zack. Ah, er kommt da raus. Ja. Das müsste es dann gewesen sein. Na, noch nicht ganz. Wäre auch zu schön gewesen. So ein Event wird ganz gut tun. Wir sind ja die ganze Zeit hier unbesiegbar. So, komm hier, Maulwurfsprügel. Ja, kommt er raus oder nicht mehr? Da ist er. Schlag immer zur falschen Zeit drauf. Grrr. Es erinnert ein bisschen an dieses Spiel da, was man gab. Ja, natürlich versteckt er sich jetzt wieder.
Na, da. Zack, und dann hier. Bum, bum, bum. Aber warum ist er trotzdem unverwundbar? Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich ihn doch umhaue. Ja, versteckt er sich, ne? Ja, so, jetzt liegt er und trotzdem ist er unverwundbar. Nehmen wir nochmal so einen Prügel. Da. Das sind wahrscheinlich mehrere draufhauen. Ha! So. Ja, und dann ist er unverwundbar. Okay. Gut, soll mir recht sein. Ich hab's fertig. Mehr wollte ich gar nicht. Für ein Level-Up hat's jetzt nicht gereicht. Leider. Da sind wir schon fertig. Hier oben gibt's noch ein Herz. Wieder mit Schaufeln. Ich glaube, da machen wir mal das nächste Mal weiter. Damit wir hier nichts vergessen auf der Seite. Und dann können wir uns mal hier Richtung Osten orientieren. Genau, das ist eine gute Idee. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.